Glück auf, frisch auf bei Potternander, mal wieder aus der Hart. Das hat mich nicht losgelassen. Ich musste unbedingt noch mal ein zweites Mal hier hin. Von Muttervehna sind wir gestartet und gehen diesmal die andere Richtung. Einen Track, den wir uns bei Komoot ausgesucht haben. Mit mir unterwegs der Tippel-Buddy, der Martin. Wir entern jetzt die Hart. Kommt mit, seid dabei, los geht's. Menge Waldwirtschaft. Unglaublich gigantische Holzstapel hier. Wahnsinn. Alles aus dem Wald gezogen. Ja, die Hart ist richtig voll und gut besucht. Und jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt muss ich hier drunter durch. Ich doch nicht. So, der Martin macht's vor, ne? Was musst du denn noch? Ah, wo? Ach du Scheiße. Ja gut. Mein Gott, nochmal. Ne, zu dick für Limbo. Aber besser. Und immer wieder wunderbare Wegkreuzungen hier, wo man sich herrlich verlieren kann. Aber ein Verlaufen ist theoretisch nicht möglich. Ob mit oder ohne Navi, Beschilderung reicht hier völlig aus. Und so viele Leute, wie hier unterwegs sind, also allein ist man hier tatsächlich nicht, das macht aber auch knapp die Hälfte, denn das ist doppelt so schön hier. So, hier sieht man mal eindrucksvoll, wie mächtig so ein Baum erstmal erscheint, wenn er da niederliegt. Eigentlich traurig, aber wahrscheinlich Sturmschaden, Borkenkäfer oder was auch immer. Aber das ist schon gigantisch. Wenn man bedenkt, dass der hier irgendwo, also nicht irgendwo, sondern da, über viele, viele Jahre gestanden hat. So, hier zwei Modelle von Hochsitzen oder Ansitzen. Einmal Modell Tarn und hier Modell Deluxe. Deluxe in sieht ja fast aus wie so ein Strandkorb, aber auf jeden Fall auch portabel auf dem Hänger. Ja, geil. Ui. Ach hey, guck mal. Witzig. Da ist ja eine Bank drin und dann war das. Ja, ja.
wir sind schon wieder fertig mit unserer Tour, haben dann aber tatsächlich nicht genug bekommen und sind dann nochmal eine Viertelstunde weitergefahren. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Jawohl, die Westrupper Heide. Ja, hör mal, wenn man schon ohnehin ein Viertelstündchen ums Eck ist, unbedingt Zwischenstopp einlegen. Lohnt sich immer. Mein Lieblingsbaum in der Westrupper Heide. Hi, da sind wir wieder. Natürlich. Ja, das sind doch die richtigen Wege. Ab durch den Wacholder. Ja, nicht zum Trinken, erst für später. Bücken. Oh, da kommt man doch. Ja, hebt ihn an. Hebt ihn ruhig an. Ah, so weit kommt man gar nicht runter. Ah. So. Gut gemacht. Ja, wir sind hier unterwegs auf einem wirklich faszinierenden Single Trail mitten in der Westrupper Heide durch den Wacholder. Der Martin, der wollte das Ganze schon destillieren und direkt konsumieren. Jetzt weiß ich nicht, was da hinten passiert. Aber es ist auf jeden Fall nochmal richtig schön.